Yo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute gibt es mal eine weitere Cam Strike und heute mal mit der ARX 160. Und natürlich wieder erweiterte Magazine und Schalldämpfer drauf, weil diese Waffe ähnelt ziemlich stark der ACR aus Modern Warfare 3. Zwar kann man die Waffen miteinander nicht so heftig vergleichen, weil die ACR in MW3 eine der, oder es ist eigentlich die beste Assault Rifle, die es jemals in COD gab. Oder? Warte, ich bin gerade so am überlegen, aber ACR war echt stark, echt 2-3 Patronen war es schon down. Und ja, ich finde die ARX bockt sich ziemlich, aber ich zocke sie nicht zum Beispiel in Cranked oder Team Deathmatch oder sowas in der Art und Weise, weil ich finde, dafür macht sie zu wenig Schaden in diesem Spiel. Dann nehme ich dann lieber halt doch die SA 805, wo ich gestern, oder ja, die Waffe, die ich gestern geklassen-guided habe. Aber ja, wie gesagt, ist am besten die Waffe für frei für alle geeignet. Und ja, ihr seht auch im Hintergrund, die ganze Campstrike hat 5 Minuten gedauert. Ist so ein Mittelding, zwar nicht zu schnell, nicht zu langsam. Und ja, worauf ich heute eigentlich eingehen will, sind eure Kommentare, die ihr mal unter dem Video gepostet habt. Ich habe die jetzt aber nicht gescreenshot oder sowas, blende ich hier nicht ein. Aber da stand im größten Teil immer dazu, oh, das Game, ich kann mir das überhaupt nicht mehr geben, was ist da los? So, das genau das sind die Leute. Das sind die Leute, die Black Ops 2 so geil fanden. Und wahrscheinlich sind das die Leute, die auch immer im Team gezockt haben und immer Dauerorbital oben haben. Hatten. Nicht mehr, weil es ja in Ghost nicht möglich ist. So. Und darauf will ich jetzt mal eingehen. COD Ghost ist ein ausbalanciertes bzw. ein ausgeglichenes Game, wo jeder, egal was für eine Party ihr seid, egal wie gut ihr seid, trotzdem was reißen kann. Zwar gibt es natürlich jetzt auch unter anderem sehr viele Kämpfer, was mich persönlich natürlich auch ziemlich aufregt. Aber im größten Teil sind es wirklich normale Spieler, die auf der Map noch rumlaufen. Und ich finde, dass so viel geflammt wird über dieses Game. Ich meine, Leute, was seid ihr gewohnt? COD ist schon immer so gewesen, außer Black Ops 2. Das war halt irgendwie eine Ausnahme, wenn ihr jetzt halt im richtigen Team zockt und sowas Art und Weise. Aber hier finde ich es echt ausgeglichen. Ich hatte letztens mal ein Game, glaube ich, habe ich sogar noch aufgenommen. Da habe ich mal ein 1. Also ich war alleine, also ohne eine Party, natürlich halt mit irgendwelchen random Leute, die irgendwie eine 0,3er KD oder sowas in der Art und Weise hatten, gegen einen kompletten Clan gespielt. Ich glaube, der hieß Exe oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, die hatten auch schon alle so 2-3er KD und in Ghost ist eine 2-3er KD schon richtig stark. Ich habe auch nur eine 1,9er KD oder sowas, aber darauf kommt es in COD gar nicht an. In COD kommt es darauf an, Spaß zu haben. Shit, ey. Shit. In COD soll man Spaß haben. Wie ist das möglich? Nein, Spaß. Aber natürlich, mir macht das Spiel wirklich Spaß. Und das ist jetzt nicht gelogen oder so, dass ich das Spiel gut reden will. Aber mir macht es wirklich Spaß. Und es wird auch noch weiterhin Spaß machen. Was so sieht die Situation momentan aus. Und ja, wie gesagt, es ist ein geiles, ausbalanciertes Game. Und ich habe diesen Clan, wo ich 1 gegen 6 gespielt habe, so zerfickt. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich habe, glaube ich, eine Double Cam Strike sogar in dem Game erreicht. Und es macht einfach Spaß, da auch so welche Leute zu ficken. Und dass die dann halt liefen. Und ja, da kommen halt neue Leute rein. Nicht so in Black Ops 2, da kamen irgendwie keine neuen Leute rein. Und ja, macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Und an alle Leute, die flamen, denkt drüber nach. Denkt drüber nach, gebt dem Game auf jeden Fall noch eine Chance. Und das wollte ich eigentlich euch mal so hier mit diesem Video beigebracht haben. Spielt nicht immer auf Streaks, spielt mal auch auf Specialist. Das kann ich euch auch noch empfehlen, wenn euch das Spiel noch nicht so viel Spaß macht. Spielt auf Specialist, denn immer, wenn ihr auf einer höheren Streak seid, seid ihr umso stärker. Und wenn ihr stärker seid, dann ist es für euch eigentlich generell einfacher, auch die Gegner zu töten. Nur das Problem ist, ihr müsst erstmal diese Streak bzw. diesen Specialist-Bonus erreichen. Und das ist halt bei den meisten halt das Problem. Das ist bei mir auch immer das Problem, wenn ich frei für alle anfange, erstmal diese Specialist-Bonus oder bzw. diese Specialist-Streak aufzubauen. Und ja, für mich persönlich ist es jetzt einfach geworden. Ich weiß schon größtenteils alle Spawns auswendig. Für alle, frei für alle Maps auf, ja, in ganz COD Ghost kann ich jetzt eigentlich dazu sagen. Und ja, auf jeden Fall macht es mir sehr viel Spaß. Und das einzige Problem, was bei mir jetzt noch so auftritt, ist halt die PC-Version. Alter, was ist falsch bei mir? Aber die PC-Version. Und ja, am 15. November kommt ein Patch raus für den PC und ich glaube auch für die PS3 und Xbox, denn Suchen und Zerstören kehrt wieder zurück. Yeah, man! Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon wieder, Suchen und Zerstören mal so eine
abwechslungsreiche Runde mal zu zocken, wenn man gerade irgendwie voll aufs Maul bekommen hat, dann zockt man eine Runde Suchen und Zerstören oder auch mal mit ein paar Leuten Suchen und Zerstören zu zocken, bockt eigentlich dann ziemlich und ich find's gut, dass wenigstens die Infinity Ward Leute mal endlich auf die Community gehört haben und es kamen ja so viele Twitter bei Posts bzw. Tweets ja an Infinity Ward, dass die auf jeden Fall Suchen und Zerstören wieder reinmachen sollten und ja, dieses Mal haben die wirklich auf die Community gehört und ich find's einfach saugeil und was auch ziemlich geil ist, es gibt keine Death Streaks in dem Game hier. Kein Hand des Toten mehr, kein Martyrium. Das ist saugeil, Mann. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ich check's nicht. Auf jeden Fall, mir macht das Spiel auf jeden Fall Spaß. Ich habe schon über 30, 40 Chemstrikes und ich gehe in diesem Game wirklich ab auf PC und PS3. Aber in letzter Zeit zeige ich mehr PS3 als auf PC. Ich find's da chilliger. Ich find's da einfach chilliger zu zocken mit einem Controller. Aber natürlich kann man auf PC auch mit einem Controller zocken. So ist ja nicht. Aber nun ja, dann lieber gleichheitsmäßig Gegner bekommen, anstatt auf dem PC aufs Maul zu kriegen mit einem Controller, aber nun ja. Auf jeden Fall, das soll es wieder von mir gewesen sein. Falls euch diese Episode von Campstrike mit jeder Waffe wieder gefallen hat, gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben und ja, wie gesagt, übrigens, Frage des Videos, egal. Wie findet ihr momentan Ghost nach einer Woche Spielzeit? Schreibt einfach in die Kommentare, ich bin da echt mal gespannt und wir sehen uns dann, Leute. Also, haut da rein. Mu-ha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